Es wurde sehr vieles gesagt. Es herrscht breites Einvernehmen darüber, dass der Abbau von der Bürokratie ein wesentliches Merkmal für eine zukünftig positive Entwicklung der KMUs darstellt. Aber ich glaube, eine mindestgleich oder wichtigere Tatsache ist, dass es eine Finanzierungskrise gibt und dass zukünftig die KMUs, um das Arbeiten im Tagesgeschäft zu erleichtern, es da eine wesentliche Verbesserung geben muss. Es gibt eine Statistik der Wirtschaftskammer und der AWS, wo ausgewiesen wird, dass Unternehmen, die zwischen 2011 und 2014 gegründet wurden, nur zu 17,7% kreditfinanziert werden. Das Problem daran ist, wenn sie dann das Tagesgeschäft erledigen wollen, braucht es eingebrachtes Eigenkapital. Das eingebrachte Eigenkapital beträgt laut dieser Studie 37,2%. Das eingebrachte Eigenkapital wird von den Unternehmen aus ersparten, bereits versteuerten Geld in die Unternehmen eingebracht. Was heißt, dass sie sich einer Schuldenfalle aussetzen? Was heißt, dass sie zukünftig diese Reserven nicht haben und bei der ersten Schwierigkeit im Unternehmen sozusagen in eine Schieflage kommen, die das Unternehmen und sie als Person sozial und wirtschaftlich belastet oder sogar ruiniert? Daher meine Suchen an die Bundesregierung, man möge alles daran setzen, dass sich diese prekäre Situation verbessert. Die Banken sollen das tun, was sie auch für die Unternehmen tun sollten, nämlich sie zu finanzieren und damit den Schwerpunkt der KMU sicherstellen. Danke. Man müsse alles tun, um die prekäre Situation zu verbessern, fordert Thomas Schellenbacher von der FPÖ.